in letzter Zeit ziemlich viel Pech mit den Frauen. Ist das alles an Mitleid, was ihr habt für mich? Ich hab ja in letzter Zeit ziemlich viel Pech mit den Frauen. Ich hab zum Beispiel gerade vor kurzem habe ich eine Erdkundelehrerin kennengelernt. Die hatte nichts im Kopf, außer ihren Beruf. Deshalb war es so extrem, dass es negativ auf mich abgefärbt hat. Und das interessanterweise ab der allerersten Sekunde. Ich ging in so eine Bar rein und im Ecuador eben diese wunderbare Frau gesessen. Als ich diese Frau sah, dachte ich, ich sehe eine Fata Morgana. Ich dachte wirklich, ich Chile. Mit dem Kompliment sprach ich sie an, sagte, Mensch, du hast aber ein schönes Handschächen. Danke, sagte sie, dies von meinem Ex-Slowakei. Sie fragte, was machst du so? Ich sagte, ja, ich bin so ein ganz kurzer Maler. Ich male mal hier, mal da. Ich bin so ein Malawi. Oh Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber Israel egal. Also, ich male gern besondere Frauen, also ich male Dieben. Darauf sie sehr interessiert. Ach, mach keine Sache. Komm, mal dich doch mal. Ich sagte ja. Dich mal gern mal. Wir gingen zu ihr. Dort begann das ganze Drama. Und seitdem weiß ich, mit einer Erdkundelehrerin, mit einer Erdkundelehrerin, mit einer Erdkundelehrerin fang ich nie wieder was an. Sie sagte, Dubai, ja, kannst du dich fühlen wie zu Hause? Ich habe so ein Tibet von Ikea, da Kamerun. Ich entgegnete, ich kann an Dänen, Schweden nichts finden. Sie dachte, mein Mensch, du bist aber ein Anbahner, ne? Lass uns lieber non-verbal werden. Ja, und da ging sie mir auch schon an die Gen Italien. Und sagte lüstern, jetzt Tadschikistan. Dann tatsch ich dich an. Komm, wir machen jetzt eine Orgie. Ungläubig erklärte ich, Georgien gibt's doch nur in Filmen. Und als ich ihr Elfenbein küsste, sagte sie, du, ich kenn ja dein Kakor nicht. Ist es Kroat oder Unkroat? Ich antworte, kannst ja Marokko. Kanada kommen? Schweiz nicht, antworte ich neutral. Somalia eher nicht. Mit einer Erdkundelehrerin, 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 mit doch plötzlich klopfte es heftig an der Tür. Ich schrie, Ruhe an der Tür! Wenn Sie was wollen, können Sie mich schellen! Doch da ging die Erdkundelehrerin zur Tür und da öffnete die blöde Kuh weit die Tür.
Und wer stand an der Türkei? Wenn dann alle. Seit Erscheinen hatte folgende US-Ache. Er wollte sie abholen. Und da sah er mich nackt da liegen und fauchte abfällig: Haiti, hast du zu Besuch? Eifersüchtig rief er einen umherliegenden Stein und heulte: Hey, hey, ich Kambodscha! Da musste ich aber lachen. Und verantwortete ihn: Hey, hey, Sie zielen ja auf mich. Müssen wir jetzt alle Serben? Er fragte: Na, hast du Angst? Ich antwortete: Ja, panisch. Der Rahmen ist menschlich, ne? Denn da warf er schon den schlichten Stein. Der rettete meine Wange und ich lag auf ein Moldawien Halbtoter. Ich konnte nicht mal mehr kriechen. Leidend stöhnte ich: Aua! Norwegen, dir! Ja, da tat es Kai doch sichtlich leid und entschuldigte sich. Leidend fragte ich ihn: Was er bei Zahnweh machen würde? Er sagte: Ach, nimm eine Tablette. Lette, 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 Lette. Und das Echo dröhnte mir noch im Ohr und etwas verdattert antwortete ich: Oh, relativ Ungarn. Aber wenn dann Frankreich, mal das Wasser rüber. Er sagt, ich heiße zwar Kai, aber Papua Neuguinea. Dieses Wortspiel habe ich bis heute nicht kapiert. In diesem Moment war mir klar, ich hatte die Frau überwunden. Ich war wirklich über sie hinweg. Und mit einer Erdkundelehrerin, nee, mit einer Erdkundelehrerin, nee, mit einer Erdkundelehrerin fang ich nie wieder was an. Ja, eine Erdkundelehrerin, ja, eine Erdkundelehrerin, ja, eine Erdkundelehrerin wird bei mir nie wieder landen, wie Niederlande.